Flachwasserzonen sind die Elemente, die häufig in den steilscharigen Baggerseen fehlen. Das bedeutet, dass die Ufer abgeflacht werden, um beispielsweise das Wachstum von Unterwasserpflanzen zu ermöglichen und damit auch die Ansiedlung von neuen Arten und eben auch Laichplätze und Lebensmöglichkeiten für Fische schaffen. Flachwasserzonen werden relativ banal einfach ausgebaggert, das heißt, eine vorhandene Fläche wird neu geschaffen. Wir flachen das Ufer ab, indem Erde abgetragen wird und dann in diesem Fall zumindest die Erde in das Gewässer wieder neu eingetragen wurde, dort wo es bereits tiefer war, sodass eine möglichst große Zone an Flachwasser entsteht.